Von Herzen willkommen bei meinem Podcast Spirituelle Freiheit. In Liebe ermächtigt wertvoll. Dein zärtlicher Podcast für Spiritualität raus aus der Angst. Hier kommst du in deine Kraft nach narzisstischem Missbrauch und Trauma. Hier begleite ich dich offenen Herzens in die Liebe. In dir steckt so viel Potenzial, was geweckt werden darf. Du bist verbunden. Lass dich inspirieren. Hallo ihr Lieben. Habt ihr Kinder mit einem Narzissten und seid schon getrennt oder wollt euch trennen und merkt, dass sich da eine Gerichtsverhandlung anbahnen wird, was das Sorgerecht angeht? Oder steckt ihr vielleicht schon mittendrin im Sorgerechtsstreit um die Kinder und braucht einfach Tipps und Ratschläge, wie sich der Narzisst am besten selbst enttarnt vor Gericht? Dann habe ich heute ein paar sehr wertvolle Tipps und Strategien für euch, wie ihr euch nach der Trennung vor Gericht gegen den Narzissten schützen könnt und ihn am besten auch enttarnt. Als allererstes, falls es bei dir noch möglich ist und du bist gerade noch mit dem Narzissten in Trennung, informierst dich aber gerade hier schon im Voraus, was eine Gerichtsverhandlung angeht, oder du kennst jemanden, bei dem das relevant sein könnte, dann leite das gerne weiter, den Podcast, weil ganz wichtig ist, dass man sich im Idealfall, ich weiß, das klingt manchmal verrückt, wenn man mittendrin steckt, im Idealfall, während man noch mit dem Narzissten in Beziehung ist, gut vorbereitet und auch seine, in Anführungszeichen, Flucht gut vorbereitet. Also mit der Flucht meine ich, dass aus der Beziehung gehen und wirklich die Türen verschließen und ja, wenn man Kinder hat, in den bestmöglichsten No-Contact zu gehen, was ja halt bei Kindern immer nicht ganz möglich ist. Auch wenn es nicht um Kinder geht, sondern um einfach eine Eheschließung und es geht um Besitzgüter, über die ihr euch danach streitet, ist es besonders wichtig, sein Verlassen der gemeinsamen Wohnung, des gemeinsamen Hauses, weil der Narzisst in aller Regel ja nie geht, auf jeden Fall sein eigenes Verlassen sehr gut vorzubereiten. Und dazu habe ich euch eine wirklich tolle Liste erstellt mit Dingen, die ihr beachten könnt und mit Papieren und so weiter und so fort, die wirklich super wichtig sind, dass ihr an dem Tag von der Trennung aus der Wohnung geht mit allem, was ihr braucht. Und dazu gehören nicht unbedingt eure Klamotten, sondern ganz viele andere wichtige Papiere. Dazu schicke ich euch die Liste als Geschenk von Herzen gerne zu und dann können wir per Mail weiterhin im Austausch bleiben. Schreibt einfach die Mail an ilara.seelenhoch@web.de. Ja, das wäre das Erste, was wirklich gut ist, was du beachten kannst. Und im Endeffekt kannst du eine Gerichtsverhandlung schon während der Beziehung vorbereiten, wenn man so stark ist. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist. Aber wenn du jetzt in dem Moment dich stark genug fühlst, diesen Schritt zu gehen, dann ist es im Endeffekt fast gut, wenn du mal guckst, dass du das Verhalten des Narzissten dokumentieren kannst, im besten Sinne des Falles. Also das, wie er immer mit dir umgegangen ist, dass du das jetzt einmal im wenigsten Fall mal dokumentierst. Oder auch, dass du, wenn es um Gewalt geht und die man dokumentieren kann, zum Arzt gehst, zur Polizei gehst und einfach das wirklich aktenkundig wird. Weil wenn es nie aktenkundig geworden ist, dann wird es nachher vor Gericht äußerst schwierig. Das heißt, du kannst jetzt, falls du noch in Beziehung bist, strategisch schauen, dass du jemanden hast, der dir gewisse Situationen bezeugen kann. Oder dass etwas in der Öffentlichkeit passiert, wo jemand zuschaut und du dann wirklich eine handfeste Zeugenaussage in der Tasche hast, die nachher darstellen kann, dass er Gewalt ausgeübt hat, sei es physisch oder eben auch psychisch.
Falls das schon zu spät ist, bitte jetzt keine Selbstvorwürfe oder sonst irgendwas. Es ist nicht schlimm. Wir finden trotzdem in der Regel immer irgendetwas, was wir beweisen können. Generell gilt nach der Trennung oder im Idealfall vielleicht sogar während der Beziehung schon, die Kommunikation auf eine schriftliche Ebene zu verlagern, sodass du nachher ja eben die Argumentationsweisen des Narzissten auch beweisen kannst. Dann, wenn du jetzt merkst, dass die Gerichtsverhandlung sich ankündigt, dann suche dir wirklich bitte einen sehr guten Anwalt, eine sehr gute Anwältin, die diese Situation des gewalttätigen, malignen Narzissten auch wirklich einschätzt, dementsprechend, dass das eine psychopathische Person ist. Diese psychopathischen Persönlichkeiten können in abgeschwächter und in stärkerer Version vorliegen. Und selbst diese ganzen Verdrehungen und diese ganze Rache, die vielleicht jetzt da hinten ansteht, wenn es um den Sorgerechtsstreit eurer Kinder geht, da muss der Anwalt einfach verstanden haben, was für ein Gegenüber er hat und dementsprechend auch handeln. Das heißt, stell den Anwälten gute Fragen, wenn du sie aussuchst, falls du nicht sowieso einen guten Tipp hast. Stell ihnen wirklich Fragen, wollen sie die geschlagene, unterdrückte Frauen, die zum Opfer von Psychopathen geworden sind, wollen sie diese wirklich verteidigen? Haben die Strategien, wie sich ein Narzisst enttarnt? Können dir da Tipps geben bei einer gegebenenfalls Mediation vom Jugendamt, wie der Narzisst sich dann auch enttarnen wird? Also hast du da wirklich gute Unterstützung? Wer kann dir da helfen? Und ganz wichtig ist auch, dass dein Anwalt, deine Anwältin den Richter oder die Richterin kennt. Weil alle Richter sind verschieden in ihren menschlichen, also es sind ja einfach Menschen. Und die kann man, manche Richter kann man eben doch noch mit ihrem Herzen einen gewissen Grad berühren oder man kann sie an anderen Stellen berühren oder sie wollen bestimmte Sachen vorgelegt bekommen, damit sie dann auch wirklich für das Opfer urteilen. Als dritten wichtigen Punkt, lerne deine Gefühle zu kontrollieren. Zeige niemals starke Gefühle vor Gericht, niemals beim Jugendamt. Du musst deine Gefühle unter Kontrolle halten, sei es auch noch so krass, dass der Narzisst dich triggern wird an allen Schmerzpunkten, die du dir nur so vorstellen kannst. Das Wichtigste ist, dass du zen bist, dass du ruhig bist, dass du eine ruhige Ausstrahlung hast. Wie ich persönlich damit umgehe vor Gericht, wenn es um diese Gefühlssache geht, da verlinke ich dir oben mal noch meinen anderen Podcast, wo ich ganz viel darüber gesprochen habe, wie du die Gefühle durch deinen Körper fließen lassen kannst. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, der dir helfen kann. Weil sobald du dich vor Gericht unsicher zeigst oder ängstlich zeigst, wird sich das gegen dich wenden, weil der Narzisst genau das erzählen wird. Dass du womöglich eine paranoide Persönlichkeit bist, dass du Angstvorstellungen hast, dass du ja vielleicht eine richtig tolle Mutter bist, aber wenn du diese Ängste nicht hättest, wäre ja alles gut und deswegen seien ja die Kinder besser bei dem Narzissten aufgehoben, also bei ihm selber. Also bereite dich vor auf solche Argumentationsstrukturen seinerseits. Du kennst es ja wahrscheinlich auch schon, was er dir immer vorwirft. Und sei darauf gefasst, ja, und atme in dem Moment. Ich finde, es gibt eine super tolle Technik, ganz schnell die Angst in dem Fall zu unterdrücken. Weil vor Gericht hast du nun wirklich nicht die Möglichkeit oder die, ja, sag ich, da ist nicht der Moment, deine Ängste anzunehmen und loszulassen, was ja das eigentliche Ziel ist, was wir haben. Das machen wir vorher. Aber wenn in dem Moment wieder eine Angst hochkommt, dann wollen wir möglichst schnell, dass das Gefühl einfach weg ist. Also, und da gibt es so eine Art, ja, Unterdrückungsatem,
In der Regel atmen wir mit der Nase ein und mit dem Mund wieder aus. Und wenn das bei dir der Regelfall ist, dann mach es genau andersrum und dadurch setzt sich so eine Art Deckel auf deine Emotion und sie ist erstmal weg. Bearbeiten, psychisch und therapeutisch oder coachingmäßig kannst du sie dann danach. Also das ist ja eben, jetzt gerade ist der Moment vor Gericht, du musst einfach stark sein. Also atme durch den Mund ein und durch die Nase wieder aus. Und das mach dreimal. Da haben wir im Moment den Vorteil, falls das jetzt gerade zu Corona-Zeiten passiert, dass wir sogar noch eine Maske aufhaben und dadurch, dass überhaupt niemand mitbekommt, dass du solche Atemtechniken gerade anwendest. Das ist super. Habe ich selber auch gemacht und dadurch wirst du, du wirst automatisch ruhiger. Generell gilt, wenn du jetzt gerade in Trennung bist und es einfach ein unglaublicher Stress ist, weil dann jetzt sich auch noch die Gerichtssituation obendrauf sattelt, dass du dir unbedingt jemanden holst, der an deiner Seite steht. Also du brauchst einen guten Anwalt, aber meiner Meinung nach brauchst du auch einen guten Psychologen oder einen Coach, der dich da begleitet. Wenn du es dir leisten kannst, dann mach beides oder ja, also hol dir einen Psychologen, oft müssen wir ja sowieso auf einen Therapieplatz warten. Das heißt, hol dir in der Zeit einen Heilpraktiker für Psychotherapie, den du bezahlst, oder eine Coachingfrau oder Mann, die dir einfach da an der Seite stehen und da, naja, deine Gefühlswelt, die gerade wahrscheinlich manchmal in alle Richtungen geht und auch diese ganze Erschöpfung, die man da hat, die dir da einfach bei helfen kann. Und wenn du möchtest, stehe ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne da zur Seite. Manchmal ist es sogar so krass, dass wir, wenn wir auch aus einer Beziehung kommen mit einem Narzissten, ja, dass wir fast traumatische Zustände haben, also dass wir von einer posttraumatischen Belastungsstörung reden könnten. Wenn es so intensiv ist, dann bitte such dir wirklich einen Psychologen oder eben einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe jetzt meine Ausbildung zum Heilpraktiker angefangen. Ich kann dir da heute noch nicht dienlich sein, aber falls du das irgendwie in einem Jahr, anderthalb anhörst, dann kannst du mich gerne kontaktieren und ich kann dir auch therapeutisch weiterhelfen. Jetzt heute gilt, such dir jemanden, der da körpertherapeutisch arbeitet, sodass du einfach möglichst schnell aus dieser Traumaschockstarre rauskommst, um dann auch vor Gericht dementsprechend fit zu sein. Weil der Narzisst kann es schaffen, dass er genau das umdreht. Wenn die vor Gericht dementsprechend psychologisch geschult wären, wäre es eigentlich der Klassiker. Wir haben auf der einen Seite einen Narzissten und auf der anderen Seite ein Opfer, was mit einer posttraumatischen Belastungsstörung dasteht. Das sind zwei Dinge, die ergänzen sich quasi. Wir wissen genau, dass das eine aus dem anderen entsteht. Leider ist es eben oft so, dass die bei Gericht überhaupt nicht geschult sind, überhaupt nicht darauf sensibilisiert sind. Und noch dazu, wenn du den Narzissten als Narzissten beschimpfen oder nennen würdest, dass das dann auch noch besonders schlecht gesehen ist. Deswegen hol dir jemanden, der dir da zur Seite steht. Das wird dir unglaublich gut tun. Ja, als nächstes habe ich ja gerade schon kurz gesagt, es ist wichtig, den Narzissten nie Narzissten zu nennen. Es ist wichtig, eine Strategie sich zu überlegen, wie der Narzisst sich selber enttarnt bzw. entlarvt. Also du solltest ihn quasi nie labeln. Rede nie schlecht über ihn, ohne Beweise zu haben. Beziehe dich immer auf Fakten und wirkliche Dinge, die du beweisen kannst. Das heißt, wenn er sich so und so verhalten hat, Gewalt ausgeübt hat und so weiter und so fort, sag das nur, wenn du dafür auch Beweise hast. Im Idealfall hast du 1 bis 2, vielleicht 3 Maximum Beispiele, die heftig genug sind und die du auch wirklich beweisen kannst, die dann sozusagen so eine Schlüsselgeschichte
geben. Sage gleichzeitig auch, was du an dem Narzissten schätzt und was du toll findest an ihm, sodass nicht so ein einseitiges negatives Bild nur über ihn gestülpt wird. Ufere also auch nicht aus in langen Erzählungen. Sei strukturiert, hab deine ganze Biografie im Blick. Du musst gegebenenfalls auch einfach gut aus deiner, ja, wie sage ich, je nachdem, ob du noch eine Überprüfung hast, eine psychologische, ob es eine Mediation ist, hab auch einen Blick, deine Kindheit, deine Familie, nenne bestimmte Aspekte, sag, dass du gut umhütet bist, dass du Unterstützung hast, dass deine Kinder auch diese Unterstützung haben und hab vor allen Dingen im Blick, dass es immer um das Kindeswohl geht. Für den Richter bei Gericht ist es so, dass der denkt, dass das Kind beide Elternteile gleichermaßen braucht. Es ist also im Kindeswohl, mit seiner Mutter zusammen zu sein und mit seinem Vater. Wenn wir jetzt von hier in unserem Beispiel von einem narzisstischen Vater sprechen und der gesunden Mutter, dann meint der Richter trotzdem, dass es erstmal gut ist, dass das Kind seinen narzisstischen Vater sieht. Wenn du meinst, dass das eben nicht gut ist oder dass es gegebenenfalls auch nur in einem Schutzraum möglich ist, weil der Narzisst dementsprechend gewalttätig ist, auch gegenüber den Kindern, dann musst du das beweisen. Und da musst du sensibel vorgehen und du musst gucken, dass der Richter da mitgenommen wird und vor allen Dingen, dass es nie du bist, die darüber entscheidet, ob es gut ist, dass das Kind noch seinen Vater sieht, viel sieht oder nur noch ganz wenig sieht oder eben nur noch unter Aufsicht von Dritten sieht. Im Endeffekt geht es darum, dass die Richter nachher sehen können anhand von stichfesten Beweisen, wo Gewalterfahrungen berichtet werden, dass die sagen, okay, der Vater ist zu gewalttätig oder sexuelle Gewalt oder was auch immer, die müssen sehen, dass es so ist und du darfst es quasi nie sagen. Wenn dein Kind dir Dinge erzählt hat, die es mit dem Narzissten erlebt hat, wovon es keine körperlichen Spuren gibt, ist es ganz wichtig, dass du sagst, dein Kind hat es dir erzählt, deine Aufgabe als Mutter ist es, diese Dinge wahrzunehmen, aufzunehmen und dann natürlich auch dementsprechend Hilfe zu suchen bei Experten wie Ärzten, Psychologen, der Polizei oder wem auch immer, der da irgendetwas feststellen kann. Du darfst nie sagen, ja, ich weiß, der Vater ist schuldig, der hat es getan. Das wird sich immer gegen dich wenden. Die wollen sowas nicht hören, weil die dann die Umdrehung des Narzissten als Wahrheit annehmen könnten, weil er immer sagen wird, du bist diejenige, die manipuliert, du bist diejenige, die alles umgedreht hat und du bist diejenige, die krank ist. Um zu zeigen, dass du nicht die kranke Person bist in dieser Geschichte, musst du deswegen mega stabil sein, mega die Füße auf dem Boden haben und atmen, ganz viel atmen. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe das selber alles erlebt und ich weiß, wie krass das ist und kann es voll verstehen, wenn dir jetzt gerade erstmal da beim Hören schon alleine der Atem stockt, weil es so unglaublich anstrengend ist. Und deswegen, hol dir jemanden, der da bei dir ist. Das ist so mega wichtig. Und wie gesagt, wenn du ein Coaching möchtest, schreib mir eine Mail. Ich bin gerne für dich da. Ganz wichtig ist noch, du redest immer zum Wohle des Kindes. Sage nie, dass du keinen Umgang mehr wünschst zwischen dem Vater und seinen Kindern. Es müssen, wenn es soweit käme, dass dein Fall dementsprechend extrem ist, dass der Vater wirklich überhaupt nicht mehr gut ist für seine Kinder, weil nur alleine ein paar narzisstische Allüren reichen den Richtern ja nicht. Ob man das für richtig hält oder nicht, das sei mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber
das reicht denen nicht. Also wenn wirklich der Umgang quasi unterbunden wird oder nur noch unter Dritten stattfindet, dann muss ja schon was richtig Schlimmes passiert sein. Und deswegen, wenn du in der Situation bist, dann ist klar, dein Gefühl ist, die Kinder, die dürfen überhaupt nicht mit denen zusammen sein, gar nichts. Also dein Gefühl ist einfach als Mutter, du willst dein Kind schützen und das müssen die doch jetzt auch endlich mal hier alle kapieren. Also sagst du das auch automatisch, weil das die natürlichste Reaktion der Welt ist. Und ich habe den Fehler auch schon gemacht. Und deswegen sage ich es jetzt hier auch so ausdrücklich, damit du den Fehler nicht machst. Sag immer, dass du generell natürlich den Umgang zwischen Vater und Kind möchtest und dass du das auch befürwortest und dass du das auch immer wolltest, dass du aber jetzt dein Kind ernst nehmen musst und guckst, hier als Mutter muss ich da ja schützend erstmal einwirken und erstmal eben diese Expertenratschläge bzw. Begutachtung von außen eben anfordern oder darum bitten, sodass die dann entscheiden können, was jetzt wirklich gut für dein Kind ist. Und wenn dann alles gut läuft und dafür beten wir, dann kapieren die auch wirklich, wer der Narzisst in der Sache ist. Und es geht eben nur, wenn du ganz stabil bist. Also wenn du wirklich die Füße auf dem Boden hast und da deine Gefühle auch unter Kontrolle kriegst oder hast. So. Ganz wichtig ist noch, du sagst Beispiele, wofür du wirklich Zeugenaussagen hast oder Mails. Da stellst du dar, was passiert ist. Auch die Gewalterfahrung, klar, muss man ja darstellen. Und gleichzeitig ist es wichtig, ihn nicht nur zu beschuldigen, sondern es immer ausgewogen zu machen und auch zu sagen, dass du auch einen Anteil an der Situation hast. Und ich habe das so gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ich habe ihm vergeben und ich habe auch mir vergeben, warum wir in dieser streitvollen Situation während unserer Beziehung waren. Wenn du merkst, während einer Mediation, während eines Gutachtens, während der Gerichtsverhandlung, dass das Herz schneller geht und all die Sachen, atme durch, geh in die Bauchatmung oder mach den Trick mit dem Mund einatmen und Nase ausatmen. Bereite dich gut vor auf diese ganzen Verdrehungen, die von ihm kommen werden, und rechtfertige dich nicht für alles. Der wird alles Mögliche dir vorwerfen und du wirst das Gefühl haben, dass du das alles richtigstellen musst. Jetzt auch noch vor Gericht, der sagt das jetzt hier alles. Und ja, das ist ein Unding, der verunglimpft dich da. Das ist ja quasi fast schon Rufmord. Und du hast so das Gefühl, du musst das jetzt alles gerade stellen. Und das ist genau das, wo er dich eigentlich reinhaben will, weil du dann nämlich wie diese Verzweifelte in deine Emotionen kommst und sagst, oh, das ist alles nicht wahr und rettet mich. So ein bisschen dieses Gefühl kommt dann da auf. Und da bleib ganz stark, bringe vielleicht eine wichtige Sache, die verdreht worden ist, die so ein Kernding, das kannst du vielleicht berichtigen, aber auch nur dann, wenn du halt auch irgendwie wirklich einen Beweis dafür hast oder ja, wenn du es auch sehr gut darlegen kannst, dann sag das und sag viel eher, dass du gerne mal sehen würdest für die ganzen Behauptungen, die der Vater gegen dich vorbringt, wo er denn diese Beweise hat. Die Frage einfach in den Raum stellen oder der Anwalt sollte die Frage stellen. Das ist so ein bisschen so die Strategie. Er soll fragen, wo sind die Beweise? Und hier, wir haben Beweise. Das ist das Ding. Generell, wenn es jetzt bei einer Mediation wäre, wäre es gut, wenn dann quasi der Gesprächsverlauf so läuft, dass man erstmal dem Narzissten so ein bisschen das Ego poliert und sagt, wie toll er eigentlich ist und dass er halt so den Raum hat, sich so zu Bauchpinseln und ja einfach zu zeigen, dass er ja der Tollste ist. Das wollen die ja immer. Und dann aber mit bestimmten Fakten, die genau das Gegenteil darstellen, dieses Luftschloss von ihm zerplatzen zu lassen. Und dadurch wird er sich dann in die Ecke getrieben fühlen
und eben wütend werden und diese Wut wird rauskommen und das wollen Richter normalerweise überhaupt nicht. Es ist ein absolutes No-Go, vor Gericht wütend zu werden. Und normalerweise hast du dann alle Karten in der Hand. Was du auch sagen kannst, ist, dass er ja ein Wutproblem hat. Also das kommt darauf an, ob sich das anbietet, weil manchmal wird das dann auch schon als Erniedrigung gewertet. Aber wenn es sich die Situation ergibt und er auch schon eine Wut gezeigt hat, ne, das schon aktenkundig ist, dann kann man sagen, okay, wenn er da an seiner Wut arbeiten würde, dann wäre es überhaupt kein Problem. Dann würdest du auch super gerne wieder, dass der Vater eben mehr seine Kinder sieht, aber dass er sich bis dahin erstmal therapieren soll. Und normalerweise geht da ein Narzisst voll an die Decke, weil Therapien wollen die nicht. Außer er ist vorher von seinem Anwalt schon gebrieft worden, dass er dann sagt, ja, mache ich auf jeden Fall. Und das ist dann die Strategie, weil der Anwalt ihm das vorher schon gesagt hat. Aber wenn er so in der glücklichen Lage bist, dass das eine Überraschung ist für ihn, dieser Vorwurf, dann wird er sagen, hey, auf keinen Fall, ich muss doch hier keine Therapie machen, ich bin ja nicht krank. Das heißt, du hättest es dann rumgedreht, weil dann, wenn er sich so gibt, dann wird ein Richter oder der da die Mediation macht, auch sehen, dass da was nicht stimmt bei ihm. Und dementsprechend dir dann den Hauptteil des Umgangsrechts und so weiter zuzusprechen. Und vieles hat dann damit auch noch zu tun, ist meine Meinung, auch aus eigener Erfahrung, weil ich einfach auch so eine Kehrtwende in meiner persönlichen Geschichte erlebt habe, seitdem ich Theta Healing angefangen habe, ist auch, dass wir ja auch tief sitzende Glaubenssätze haben, die ja auch dazu geführt haben, dass wir überhaupt mit dem Narzissten zusammen waren und dass wir diese Beziehung hatten, dass wir jetzt Kinder mit ihm haben und dass wir eben in der Situation sind, in der wir jetzt sind. So. Und diese negativen Glaubenssätze, die werden dich auch während der ganzen Gerichtsprozedur blockieren. Das ist meine Meinung. Wenn man da nicht dran geht und die bearbeitet, dann blockieren die dich die ganze Zeit. Du wirst Experten anziehen, die unwohlgesonnen sind. Du wirst einfach alle möglichen Leute anziehen, die dir, die dir das einfach nicht glauben werden, sondern dem Narzissten glauben. Und da müssen wir an diese Dinge ran, wie die mangelnde Selbstliebe, an die Sachen, dass du dich immer wieder als Opfer siehst. Und das kann zwar bewusst dir, das kannst du zwar vielleicht bewusst auch schon bearbeitet haben, dir ist vieles bewusst, aber unbewusst funken da immer noch Sachen. Und da kann man einfach mit einer Theta-Healing-Sitzung, auch schon mit einer, unglaublich viel machen. Meiner Meinung nach, nur an diesen Glaubenssätzen, ne? Also damit, genau, dass da einfach anders gefunkt wird ans Universum und einfach dir andere Geschenke entgegengebracht werden. Generell ist, finde ich, eine super Technik, die kann ich dir sofort mit an die Hand geben, ist, wenn du immer wieder in so einen Moment kommst, wo du in diesem Ego-Ding brennst und denkst, ach scheiße, ich krieg das nie hin und nee, und jetzt habe ich hier ein Gutachten und die wollen meine Glaubwürdigkeit überprüfen oder da ist ein Psychiater, der will sehen, ob ich krank bin oder nicht und nein, ich krieg das niemals hin, ich schaff das nicht. Du bist einfach am Ausrasten innerlich. Und dann sag immer sofort löschen und wirklich denke an das Löschen, dass es weg ist und denke und spüre das Gegenteil. Auch wenn du das jetzt eine halbe Stunde, Stunde gemacht hast, egal wie lange du das gemacht hast, irgendwann erwischst du dich dabei, wie du in diesem Negativfilm bist. Und dann stopp dich, lösch das, sag löschen, ich lösche das und manifestiere das Positive. Stelle dir das Positive vor und im Idealfall mindestens so lange wie das, was du vorher gemacht hast. Also, dass du wirklich in diesen Positivfilm gehst und dir das Gegenteil vorstellst. Weil nur dann wirst du jetzt auf der spirituellen Art und Weise gesehen, eben da auch wirklich stark durchgehen und da so ein Licht reinbringen. Ja? Also du kannst in diese Räume Licht bringen. Auch wenn die Statistiken dir entgegenstehen, auch wenn alles sich irgendwie umzudrehen scheint, ja,
wenn wir an Pädophilie denken, werden ja einfach viel zu wenig Täter wirklich verurteilt. Und das ist eine Katastrophe, statistisch gesehen. Aber diese Statistik kannst du austricksen, also austricksen. Du kannst sie in eine für dich lichtvolle und liebevolle Richtung wenden und kannst in diesen Raum Licht bringen, sodass dein Fall verurteilt wird. Ja? Oder wenn es um Gewalt geht, ja, dass das einfach verurteilt wird und gesehen wird. Und da kannst du auch ganz viel auf der spirituellen Art und Weise machen. Zusätzlich kannst du auch mit Ho'oponopono arbeiten, also dass du immer in dem Moment, wo dieser Ego-Film kommt, sagst, es tut mir leid, dass ich in dieser Situation bin, es tut mir leid, dass ich diese Gedanken gedacht habe, ich vergebe mir, ich liebe mich und ich danke mir, dass ich das jetzt erkenne und dass es sich ändert. Ja, und wenn du hier gerne Begleitung wünschst, auch mit Theta Healing, dass wir an deine Glaubenssätze rangehen, dass du einfach positiv gestärkt bist, neben einer vielleicht notwendigen Therapie, die du gerade brauchst, dann melde dich gerne bei mir unter ilara.seelenhoch@web.de. Ich verlinke das auch immer unten, die E-Mail-Adresse und auch noch weitere Podcasts, die dir dabei helfen können. Auch nochmal den Theta Healing Podcast, wo ich dir gut erkläre, was das genau ist. Und auch Meditationen zum Angst annehmen, zum Angst loslassen, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Dein großer Werkzeugkasten, der dir hier schon auf meinem Kanal zur Verfügung steht. Deswegen freue ich mich unglaublich über einen Daumen hoch, noch viel mehr über einen Kommentar, damit der YouTube-Algorithmus dazu führt, dass mein Kanal gefunden wird und davon möglichst viele Frauen profitieren können und ihnen geholfen ist und dass sie die Gerichtsverhandlung gegen den narzisstischen Vater gut überstehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du also meinen Podcast mit anderen teilst. Und ich danke dir noch viel mehr, dass du bis hierhin zugehört hast und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft und Liebe, dass du das schaffst und gut durchstehst. Und ja, es geht um deine Kinder und die haben eine super Power-Mama, die diesen Podcast hier gefunden hat und die alles dafür tun wird, dass ihre Kinder geschützt werden und dass sie ein gutes Leben leben und dass es ihnen gut geht. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Ilara.